Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Steve, Steve, mit Dragon Quest Monsters. Na ja, ihr hört schon, ich bin immer noch erkältet und werde deswegen wieder nebenbei etwas trinken müssen. So, ihr seht, ich habe als Oskin nochmal gespielt, diesmal die richtige Paarung gemacht. Und schaut euch mal die Startwerte an. Ja, der Stärke, okay, er ist langsam, er ist nicht der cleverste, aber geniale Stärke, geniale Abwehr. Und auch Hausleim hat einen hohen Stärkewert, einen hohen Abwehr und guckt euch die Geschwindigkeit an. Ja, also es ist, dieser Hausleim hier ist wirklich ziemlich cool. Hat auch schon einen plus 3, braucht nur 5 Erfahrungspunkte, um aufzusteigen. Ja, groß, ich habe mir gedacht, weil er ist ängstlich. Ich glaube, das Wesen ist richtig schlecht für so ein Monster, aber egal. So, machen wir es mal hier weiter. Ich glaube, die neue Zukunft ist jetzt hier links, oder? Genau, aber wir können jetzt was anderes machen. Und zwar, hier war nämlich noch eins offen. So. Okay. Und zwar, wie heißt das Tor? Power- und Wutraum. Okay, dann machen wir jetzt das Power-Tor. Wie gesagt, ich weiß natürlich auch nicht diese Tornamen, ja, aus dem Kopf. Braucht man ja auch nicht wissen. Wie das letzte hier vom Sternturnier heißt, das weiß ich. So, 10. Oh, sehr clever von mir, da in das Ober mit reinzulaufen. Ja, immer wenn wir so ein Feld geben, bekommen alle unsere Monster 2 Schaden. Ziemlich nervig, gibt es noch für 15 und 20. Ja, das kann schon ziemlich nervtöten. Skeletor, das ist ganz cool, Hammer. Ja, ich habe ein bisschen Zeug verkauft. Einmal damit wir auch Items aufnehmen können und aktuell haben wir ja nicht so viel Geld. Ach, so, jetzt haben wir natürlich niemanden mehr richtig zuhauen können. Wir kennen das Problem ja. Und deswegen, ja, der Tänzel, deswegen. Ach, nervtötend. Ja, Tänzel und Socke müssen wir ihn einfach schlechter treffen. Haut ihn doch mal einfach um. Danke. So. Ja, so muss das sein. Ja. Okay. Das nenne ich mal ein cooles Level, oder? Also ein cooler Kampf. Gleich so viel Ausstieg. Okay, da lohnt es sich nicht, Mega-Heil einzusetzen, sondern normalen Heil. Schön, haben wir wieder 2 Heiler im Team. Genauso wie wir es wollten. Okay, gut, dann müssen wir wohl nach oben rechts laufen. Ah ja. Ja, ich freue mich schon, wenn wir Filets kaufen können. Ah, es wird herrlich. Oh, Slimebaum. Slimebaum kann leben. Der Fetorak ist auch recht hart. Weil der kann, glaube ich, Feuer atmen. So ein bisschen Obacht geben. Gut, schön. Hat nicht getroffen. Und ist der Fedrag weg. Ah, Schwäche wirken nicht auf Großteil. Auf Megadrag. Das ist natürlich auch ganz cool. Ja, man bekommt schon GR vorgeschlagen. Und ich meine, das heißt ja, Megadrag ist der größte Drache. Habe ich ihn ganz innovativ groß genannt. Und es wäre toll, wenn sie die irgendwie mal besiegen könnten. Also die Monster hier sind eindeutig schwächer als in dem anderen Tor, das merkt man ja schon. Aber die nerven hier. Ich höre, dass alle so schlafen müsst und Lehmzeug und tänzeln. Oh Gott, ey. Ihr seht, die machen irgendwie nichts Richtiges, ja. Sie nerven einfach nur. Sie stallen das Spiel. Ja, MP-Klausch, was denn? Ja, aber schön, die Level steigen, so ein 6 und 7. Perfekt. Sehr, sehr schön. Ja, ich möchte eigentlich hier nicht ganz immer durch dieses Zeug laufen müssen. Also wenn ich nur durch so ein Zeug wo lang komme, dann muss ich sagen, erkundige ich es an der Stelle einfach nicht weiter, weil, ja, das ist einfach blöd. So. MP Power.
heilt Mana-Punkte von einem Monster komplett und kann für 2000 verkauft werden. Cool. Na, dann besiegen wir noch den mal. Oha, alle schon mal gesehen. Haben wir nicht exakt dagegen schon mal gekämpft? Also wirklich exakt dagegen? Das ist gerade, oder kommt mir das gerade nur so vor? Ja, und ich hätte mal vorher komplett heilen sollen, fällt mir gerade ein. Nein, das ist schon wieder etwas dumm von mir. Na, warum habe ich nicht durchgeheilt? Müsste mir einer gerade verraten. Oh nein, Flüche. Nein. Oh nein. Och nö. Oh, klasse. Jetzt ist ein Rückwind, jetzt darf ich auf keinen Fall einen Atem einsetzen. Eis geht aber, weil Eis ist kein Atem. Und Feuer geht auch. Ja, kann sich nicht bewegen. Oh, es nervt. Ihr seht, wie nervtötend Fluch ist. Gut. Haben wir aber mit Taktik doch ganz gut hinbekommen. Okay, gut. Sind wir aufgeheilt und das Abenteuer geht direkt weiter. Sehr schön. Ah, ja. Ja, aber das Spiel macht Spaß. Spätestens sobald wie wir... Jetzt haben wir ja offiziell Tagebücher. Das heißt, wir können jetzt in den Dungeons auch normal offiziell speichern. Na, das ist eine ganz, ganz schöne Sache. Also ich habe in der Regel halt immer dann so zwei Tagebücher normalerweise bei mir, um, wie gesagt, zweimal unterwegs speichern zu können. Ja, hier machen wir mal Futter hin. Und vor allen Dingen immer, ich speichere eigentlich meistens einmal zwischendurch, normal. Und dann halt natürlich, bevor ich zum Boss gehe, speichere ich auch normal. Wenn man es dann halt nicht schafft, gehen wir aus, gehen wir wieder an, nochmal probieren. Und packt man das wieder nicht, okay, dann halt wieder neu starten und dann halt Teleport benutzen. Also darum gehen ist eigentlich keine Option. Vor allem später habe ich immer meine ganzen Reichtümer mit mir. In der Hoffnung, dass ich mal einen Shop finde, wo ich dann so meinen ganzen Stäbe und so weiter verkaufen kann. Und ja. Das Labyrinth kennen wir ja. Es ist relativ billig. Es ist quasi ein geschenkte Ebene, wenn man das einmal kennt. Und dann sind wir direkt schon wieder weiter. Ja, dieses Zeug nervt halt schon ganz schön rum. Wir erkunden noch ein bisschen die Gegend. Ja, also komplett werde ich es nicht erkunden, wenn das einfach zu groß ist. Wenn wir das Tor ja schon gefunden haben. Was halt vielleicht nicht mehr was abschreckend wirken kann, dass das Spiel manchmal durchaus in reinstes Monster grinden. Ende der Power Set braucht kein Mensch. Schön. Okay. Ja. Er hat das gerade 5 Techniken erlernt mit einem Level ab. Oh, hier die 3 Techniken. Dann hat sich nach Heil zu Mega Heil und Feuer zu Mega Feuer entwickelt. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist eigentlich ganz cool, diese Fähigkeiten hier. Na, dann machen wir mal Heidlähmung. Und Schlaf. Braucht man aber einfach nicht. MP-Klaue braucht man auch nicht. Und, na, Antidote würde ich eigentlich... Oh, ich glaube, das würde ich trotzdem auf ihn lassen. Ja, doch, ich glaube, das will ich nicht rausnehmen. Ringe, die... Oh, Karte oder... Ja, ich nehme noch Karte raus. Meine braucht man nicht unbedingt. Wir haben die Feder... reicht vollkommen aus. Es wurde übrigens auch gesagt von der Gutachterin, dass
dass es sehr viele Fähigkeiten lernen wird. Sehr viele Techniken lernen wird. Also schnell viele Techniken. Das finde ich ziemlich cool. Ja, im Endeffekt, wie gesagt, Dragon Quest Monster kann zum Beispiel ein reines Grinden. Also Monster grinden, enden. Aber es bei Pokémon ja nicht besser. Da geht es halt darum, im hohen Gras zu grinden. Da sind das, ist das hier immer noch abwechslungsreicher, weil man Items finden kann und so weiter. Und grafisch war das damals schon in Ordnung gewesen. Ja, die Gegner sind vielleicht kahl, aber beachtet, dass das Spiel immer noch für ein Game Boy Color war. Und ja, man hätte trotzdem mehr Details einbauen können in den Karten. Das stimmt schon. Aber ja, das kann man euch das kritisieren. Also ist auf keinen Fall, wenn man sagt, Grafik 10 von 10 oder so. Nee, nee. Die Grafik hat schon größere Mankos. Gar keine Frage. Und übrigens, für den Fall, dass ich mir tatsächlich irgendwie einen Hustenanfall bekommen sollte, das schneide ich dann natürlich raus. Also, das will ich euch nicht antun. Die einzelnen Huster lasse ich jetzt einfach mal drin. Sei denn, die Stimme ist wirklich zu stark, dann sagt es bitte einfach in den Kommentaren. Und dann achte ich drauf und schneide da mit stärker bei sowas. Ja, hier Futter. Wirst du wahrscheinlich trotzdem nicht mitkommen, aber wir werden trotzdem probieren. Boah, wie zu erwarten. Kam es nicht mit. So. Hat nicht langsam mal wieder Zeit für neue Monster hier? Was gibt's jetzt hier? Die Fedwax, Skeleton, Slimebaum. Nur die drei ist jetzt, oder? Vergesse ich gerade einen Lusche. Ich überlege gerade, mir fällt gerade nichts ein, was ich vergessen hätte. Dann erkunden wir uns jetzt wirklich komplett. Flugbaum. Okay, dann haben wir schon mal Neues. Ich finde, das sieht ziemlich cool aus, oder? Dann ganz ehrlich, ich glaube, den bekommt man, wenn man Pflanze und Slime-Part dabei halt, sehr schön, Alkohol haben wir jetzt, dabei Pflanze als Stammmonster nimmt. Ja, war nichts weiter. Und schauen wir uns hier noch den letzten Rest an. So. Aber ich sag's auch so. Ich brauche mal andere Überleitungen. Ich brauche mal andere Überleitungen. Ja, die kennen wir auch alle. Irgendwie. Ich weiß noch mal, Skeletor auf jeden Fall irgendwas brauchen. Für irgendwas brauchen wir ihn. Dann sollten wir uns aber mal irgendwann doch noch einen zulegen. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich eh irgendwo, wie ich Geld habe, mal Nuggets oder so kaufen und dann die alten Tore ein bisschen grinden und das ein oder andere Monster fangen. Das mache ich aber offscreen und zeige die euch dann. Mit dem Lura-Stab teleportieren wir uns unmittelbar zum Ausgang der Runde. Oh nein. Das klingt richtig nervtötend. Drei Slimebäume. Ah, nur noch zwei. Oh, nee, ey. Die sind einfach nur durch und durch nervtötenden Monster. Ja, Zufallskämpfe sind wahrscheinlich nicht für jeden etwas. Es ist auch gar nicht so leicht, das groß zu kommentieren. Oh, sehr schön. Flammenatem und Eisatem. Sehr, sehr schön. Weil, ja, es passiert ja nicht so groß viel. Aber es macht unheimlich Spaß. Es ist echt schlimm jetzt, dass man unbedingt hier noch gucken muss, ob es hier noch was gibt. So. Boah. Wie gesagt, was ich persönlich auch gut finde, ist, dass man eigentlich nie mit neuen Monstern überfordert wird. Nein. Nein, keine Lähmung. Warum jetzt Lähmung?
Du meinst, ist die jetzt weg? Ist die jetzt wieder weg, die Lähmung? Oh, ich vergesse das jedes Mal, ob Lähmung wieder weggeht. Bitte, das ist wieder gegangen sein. Ja. Dragslein. Okay. Das ist gut. Er hat mit ein. Ist okay. Lähmung ist weg, gut. Oh. Dragslein. Ja, Impetanz wiederum war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Da muss ich jetzt immer nachgucken. Saug die MP des Gegners ab. Genau, stimmt. Das war einfach nicht nur noch mehr abziehen, sondern absaugen. Also Impetanz ist da schon deutlich besser. Das muss ich sagen, das ist schon brauchbar. Das ist halt so wie vom Gegner. AP abziehen und dadurch selbst AP bekommen. Das ist bei Pokémon. Das ist doch, das ist eigentlich ganz cool. So, und ihr seht schon, wie nützlich doch hier die Feder ist. Weil jetzt weiß ich, alles klar, hier muss ich nach rechts gehen. Und mal gucken, ob ich das umgehen kann. Okay. Also solch kann man sich manchmal ersparen, solch jetzt hier nach links zu gehen, durch sinnlos viel Schaden zu kassieren. So. Ja, weiter Tragsleim. Und das richtig große Monsterfangen beginnt eigentlich erst, wenn man das Sternenturnier gemacht und im zweiten Abschnitt des Spiels kommt. Das geht dann viel leichter. So. Antimühle. Mal schauen. Vielleicht mache ich das komplette Dungeon jetzt doch in einem Part. Weil wir kommen ja irgendwie doch ziemlich schnell voran hier. Und mal schauen. So, dann haben wir den noch weg. Ich bin ja wieder an überlegen, ob man danach nicht schon wieder mal ein bisschen wieder paaren können. Also gerade. Oh, MP-Kraut nehmen wir schon mit. Das MP-Kraut nehmen wir schon mit. Weil man leider kaum Lebenspunkte. Das ist ein bisschen ein Kontra. Aber ich glaube, er kann schon wieder alles erlernen, was er irgendwie können soll. Das heißt, man könnte ihn schon wieder paaren. Ja, der Erstschlag, schön. Also, wo er nur einen Schaden gemacht hat, denn da hat er den Angriff Lähmer benutzt. Lähmer hat einen deutlich, also das heißt, man greift an, deutlich weniger Schaden, als man normalerweise hätte. Dafür hat man aber eine hohe Chance, den Gegner halt zu lähmen. Also hoch, ich weiß nicht ganz genau, wie hoch sie ist. Und wie das ganz genau berechnet, weiß ich nicht. Ich hoffe ja eines Tages, dass es mal so ein, auch für Deutschland, ein richtig erfolgreiches Dragon Quest Monster Spiel gibt, was in Deutschland wirklich wie eine Bombe einschlägt. Wenn das nicht passieren würde, dann würden auch sich endlich Seiten wie PokeWiki und so weiter sich auch für dieses Spiel bilden, weil es gibt's einfach nichts. Was wirklich sehr, sehr schade ist, meines Erachtens. So. Ja, gehen wir hier mal durch. Ich weiß gar nicht, was es hier als Endboss gibt. Okay, da geht's schon wieder weiter. Ja, Nido brauche ich nicht. Mist. So, und hier sind wir auf der letzten Ebene. 41 Gold, aber freue ich mich gerade sogar wirklich, weil, wie gesagt, ich habe kaum noch was. Es gibt eigentlich genügend Punkte im Spiel, wo man durchaus mal rumharzt. Also grundsätzlich gibt es genug Geld im Spiel, aber deutlich weniger als bei Pokémon. Das ist einfach so. Weil man kann ja nicht so sicher Geld farmen. Na, wir müssen jetzt im Endeffekt wieder Geld hoffen. Und wenn wir auf den Laden zu treffen, dort sowas wie unseren Lavastab und so verkaufen, weil für den bekommen wir, oh, ich glaube, 4000 oder so. Oh nee, 2000. Das ist natürlich schon wieder sehr lohnend. Ah, Eisschwert. Das ist cool. Das ist cool.
Also deswegen, ja, man hat hier nicht so zuverlässig das Geld wie im Pokémon. Das ist schon ein Unterschied. Finde die Musik eigentlich ziemlich gut. Wie gefällt euch denn die Musik von Dragon Quest Monsters? Also ich finde die gut. Die Kampfmusik zum Beispiel. Ah, sieht ihr Flammenatem. Oh. Müssen wir Obacht geben, dass Holmi nicht stirbt. So. Und. Aha, jetzt macht doch mal den Schleimbaum. Ja, die Kampfmusik finde ich gut. Passt. Und auch die andere Musik gefällt mir eigentlich gut. So Erzschlag, Sonic Boom. Oh Mann. Ja, machen wir jetzt MP-Tanz raus. Und auch Food Walk raus. So. Oh Gott, ey, wie groß ist das denn hier noch? Ah, eine Bär. Sehr schön. Was bekommen wir denn für eine? HP-Beere. Nehmen wir uns mal noch auf. So. Ah, Flugbäume. Aber wie gab es hier wenig Monster? Verschiedene Monster, oder? Flugbaum, Fedrak, Slimebaum und Drakslime. Das ist irgendwie ein bisschen wenig. Ich meine, dafür ging das Dungeon irgendwie ziemlich schnell. Also ich meine, wir sind jetzt schon am Ende. Ich werde jetzt nur zum Ausgang gehen, dem Boss werde ich jetzt im nächsten Part machen. Nee, ist auch schon wieder auf über 20 Minuten. Ich guck mal noch ganz kurz nach oben, dann haben wir das komplette Dungeon erkundet. Okay, gut. Dann halte ich mich noch auf. Cool, wie habe ich denn das eingestellt? Ah, stimmt. Ich drücke für den Start. Mhm. Doch, cool. Okay. Dann. Ja, dann heilt sich Unio mal selbst. Dann heilt Unio noch groß. Dann heilt halt einfach mal alle durch. Auch diesen einen Punkt dort. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß gehabt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Dragon Quest Monsters. Und ciao.